Jahrelang dachten die Menschen, dass das Leben von Stacey Caster von Tragödien geplagt war, bis die Wahrheit ans Tageslicht kam und plötzlich alle einen Blick auf die schwarze Witwe hatten. Stacey Caster wurde als Stacey Ruth Daniels am 24. Juli 1967 in Clay, New York geboren. Viel über ihre Kindheit ist nicht bekannt. Ihre Eltern waren Jerry Daniels und Judy Eaton. Als Stacey 17 Jahre alt war, lernte sie im Jahr 1985 einen Mann namens Michael Wallace kennen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. Michael arbeitete als Mechaniker, meist nachts, und sie war bei einer Notrufstelle angestellt. Im Jahr 1988 bekam das Paar ihr erstes Kind, eine Tochter namens Ashley. 1990 heirateten sie dann und im Jahr 1991 folgte die zweite Tochter Bree. Freunde und Bekannte des Paares beschrieben ihre Liebe immer als sehr echt. Für Stacey sei ihr Mann wichtiger als alles andere. Michael selbst war dabei ein extrem zuverlässiger Mensch, der immer alles gab, damit seine Freunde glücklich waren. Doch das blieb nicht lange so. Viele bemerkten, dass das Paar sich nicht mehr so behandelte wie früher. Es gab Gerüchte von Affären. Beide verstanden sich extrem gut mit ihren Kindern, aber in der Ehe schien es wohl viele Probleme zu geben. Auch, dass Michael angeblich Probleme mit Alkohol und Substanzen hatte, waren einige davon. Durch ihre unterschiedlichen Schichten sahen sie sich auch so gut wie nie. Und so zogen die Jahre durchs Land. Die Ehe wurde immer unglücklicher und im Winter 1999 ging es Michael plötzlich immer schlechter. Er war ständig krank und fühlte sich unwohl, weshalb er zu einem Arzt ging. Dieser sagte ihm, dass er eventuell an einer Innenohrerkrankung leiden könnte. Wenige Wochen später lag Michael dann regungslos auf der Couch in dem Haus der Familie. Es wurde ein Krankenwagen gerufen und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dann nur noch festgestellt, dass er nicht mehr am Leben war. Der örtliche Arzt sagte Stacey, dass er glaube, dass es ein Herzinfarkt sei und sie deshalb keine Autopsie durchführen würden. Stacey sagte, dass das okay für sie sei. Michael Wallace wurde 38 Jahre alt und hinterließ eine Lebensversicherung im Wert von $55.000, die an die Familie ausgezahlt wurde. 2 Jahre nach dem Ableben ihres ersten Ehemanns lernte Stacey durch ihren damaligen Chef einen Mann namens David Caster kennen. Die beiden verstanden sich sofort, wurden ein Paar und heirateten im August 2003. Sie nahm seinen Nachnamen an und hieß seitdem Stacey Caster. Er brachte seinen Sohn David Jr. mit in die Ehe. Damit lebten sie als Patchwork-Familie mit 3 Kindern zusammen. David war eine große Unterstützung und Sicherheit für Stacey, so sagte sie es Jahre später. Er liebte die Natur und arbeitete hart in seinem Job. Auch zu Hause war ihm ein strenger Ton wichtig, vor allem mit den Kindern. Wenn er etwas sagte, dann sollten die Kinder das ohne Nachfrage tun. Das gefiel den Kindern von Stacey gar nicht und sie hatten ein großes Problem mit ihrem Stiefvater. Zum einen wegen seiner Art, zum anderen wollten sie aber nicht, dass jemand die Rolle ihres Vaters einnahm. Diese Ehe hielt fast genau 2 Jahre, bis Stacey Caster plötzlich den Notruf wählte. Sie erzählte sehr aufgelöst, dass ihr Ehemann nicht zur Arbeit erschienen sei. Er hätte zuletzt am Tag zuvor um 5 Uhr morgens mit ihr gesprochen, als er sich ins Schlafzimmer eingeschlossen hatte. Er wäre sehr wütend gewesen und hätte sich mit einer Flasche Whisky zurückgezogen, um sich zu betrinken. Stacey erzählte, dass sie glaubte, dass ihr Mann seinen Rausch ausschlafen würde, denn es sei sehr still im Schlafzimmer. Ein Polizist kam daraufhin zum Hause der Familie und trat die Tür ein. Im Inneren des Schlafzimmers fanden sie dann den leblosen David Caster in seinem Bett liegen. Auf dem Nachttisch standen 2 Gläser und eine Flasche Frostschutzmittel. Teile des Frostschutzmittels waren auch in 1 der Gläser gefüllt worden. Man ging anfangs davon aus, dass David Caster sich selbst das Leben genommen hatte. Jedoch fand man später im Müll der Familie einen Trichter, der Alkoholrückstände hatte, weshalb man dann davon ausging, dass vielleicht doch nicht alles so ist, wie es scheint. Stacey sagte, dass vor kurzem der Vater von David verstorben sei und er dadurch Depressionen bekommen habe. Für viele, die David kannten, war dies eine absurde Idee. In ihren Augen war David glücklich und würde nie so etwas tun. Der Polizist Dominic Spinelli gehörte zu denen, der einfach nicht glauben konnte, dass eine einzelne Frau dasselbe Unglück so kurz hintereinander haben könnte. Er begann daraufhin weiter in diesem Fall zu ermitteln. Diese Ermittlungen sollten fast 2 ganze Jahre andauern.
Was ihm sofort merkwürdig vorkam, war, dass in dem Testament von David alles an Stacy und ihre zwei Töchter vererbt wurde. Sein leiblicher Sohn wurde gar nicht erst genannt. Auch fing Spinelli an, sich den Fall von Michael Wallace anzusehen, und sofort fielen ihm einige Gemeinsamkeiten auf. Er ging davon aus, dass Stacy beide Ehemänner mit Frostschutzmittel vergiftet hatte. Eine extrem schmerzvolle Art, vergiftet zu werden, da sich durch das Mittel kleine Kristalle in den Organen bildeten. Diese Kristalle ließen sich aber noch lange nachweisen, weshalb man beschloss, die Überreste von Michael zu exhumieren. Am 5. September 2007 wurde Michael Wallace ausgegraben und untersucht. Der Friedhof wurde daraufhin auch mit Kameras ausgestattet, um die Gräber zu beobachten. Während der Autopsie fand man dann hunderte dieser kleinen Kristalle im Körper von Michael Wallace. Jetzt brauchten sie nur noch Beweise gegen Stacy Caster, um sie anzeigen zu können. Auch in ihrem Haus wurden versteckte Kameras aufgebaut und man hörte ihre Telefonleitung ab, um Beweise zu sichern. In einem dieser abgehörten Telefonate erzählte sie dann, dass sie kurz nach der Exhumierung von Michael noch einmal an seinem Grab war. Sie wurde zu einer Befragung eingeladen. Dort fragte der Ermittler sie, in welches Glas sie den Cranberry-Saft geschüttet hatte, an dem Abend, als ihr Ehemann sein Leben verlor. Sie sagte daraufhin, Zitat, als ich das Frostschutz, den Cranberry-Saft eingeschüttet hatte. Als der Polizist sie daraufhin ansprach, wurde sie wütend und sagte, dass er versuche, sie zu einem falschen Geständnis zu bringen. Sie brach die Befragung an dieser Stelle ab. Und jetzt wird dieser Fall noch einmal so richtig krank. Ashley Wallace, die Tochter von Stacy, war mittlerweile erwachsen. An ihrem ersten Tag im College rief die Polizei bei ihr an und erzählte ihr von den Kristallen, die man in den Überresten ihres Vaters fand. Schockiert rief Ashley daraufhin die Mutter an. Die Polizei belauschte das Gespräch dabei. In dem Telefonat machte Stacy den Vorschlag, dass sie gemeinsam etwas trinken sollten, da es ein ziemlich harter Tag war. Sie trafen sich und Stacy mixte den beiden einen Drink. Nachdem Ashley den Drink ausgetrunken hatte, wurde sie müde und schlief ein. Am nächsten Morgen war sie stark verkatert, ging aber zum College und kam abends zurück. Wieder meldete sich ihre Mutter Stacy mit dem Angebot, dass sie gemeinsam etwas trinken könnten, um ihren 21. Geburtstag etwas früher zu feiern. Sie trafen sich und Stacy mixte erneut einen Drink. Ashley sagte, dass der Drink nicht wirklich gut schmeckte, aber ihre Mutter bestand darauf, dass sie ihn austrank. Danach wurde sie wieder müde und legte sich hin. Am nächsten Morgen fand Bree Wallace, ihre Schwester, Ashley auf dem Boden liegend in der Wohnung vor. Sie atmete kaum noch und sofort wurde ein Krankenwagen gerufen. Stacy erzählte, dass Ashley viel Alkohol getrunken hatte und dies mit Medikamenten kombiniert hätte. Sie hatte außerdem einen Brief bei sich, in dem Ashley zugab, dass sie die Täterin in beiden Fällen war und sich nun selbst das Leben nehmen wollte, weil sie mit der Schuld nicht mehr klarkäme. Es war extrem auffällig, wie wichtig es Stacy war zu erwähnen, dass sie diesen Brief fand. Es schien fast so, als wäre ihr das wichtiger als der Zustand ihrer Tochter. Im Krankenhaus sagte ein Arzt dann, dass ihr Körper voller Medikamente war. Hätten sie 15 Minuten später angerufen, hätte sie es nicht überlebt. Ashley wachte wenige Stunden später schockiert im Krankenhaus auf. Ein Polizist sprach sie auf den Brief an und sie erzählte, dass sie weder den Brief geschrieben habe, noch die Täterin sei. Noch am selben Tag wurde Stacy Caster verhaftet und wegen der beiden Taten an ihren Ehemännern angeklagt, sowie der versuchten Tat an ihrer eigenen Tochter. Zusätzlich kam noch eine Anklage wegen der Fälschung eines Testaments hinzu. Stacy Caster hatte zuvor nur ein einziges Mal Probleme mit dem Gesetz gehabt, als sie mit 18 Jahren einen Strafzettel bekam. Am 12. Januar 2009 begann der Gerichtsprozess. Vor Gericht versuchte die Verteidigung von Stacy weiterhin zu behaupten, dass Ashley die Täterin war und Stacy unschuldig sei. Die Staatsanwaltschaft legte als Beweise einige Dokumente vor, die Stacy geschrieben hatte an ihrem Computer. Darunter drei Versionen des Abschiedsbriefes, den sie versucht hatte, Ashley unterzujubeln. Auch gab es DNA-Beweise sowie ihr freudscher Versprecher aus einem der Verhöre. Sowohl Ashley als auch Stacy gingen in den Zeugenstand. I hate my mother for ruining so many people's lives. I don't even know why she did it. What gave her the right to play God with people? And I hate her for having me be the one that found my dad. Die Jury zog sich daraufhin für 4 Tage zurück und beriet sich. Am 5. Februar 2009 wurde dann das Urteil verkündet. Schuldig in allen Fällen. Das kann nicht wahr sein, sagte Stacy dazu nur.
Am 5. März 2009, einen Monat später, begann dann ihre Haftstrafe. Sie wurde zu 51 Jahren im Gefängnis verurteilt. Ashley Wallace erzählte einem Magazin, dass ihre Mutter ihre beste Freundin war und sie innerhalb von Sekunden alles zerstörte. Stacey Caster verstarb im Jahr 2016 an natürlichen Ursachen. Sie sah ihre Töchter nie wieder. Sie bestand außerdem bis zu ihrem letzten Tag darauf, dass sie unschuldig sei. Was meint ihr? War sie die schwarze Witwe, wie sie alle nannten, oder war hier doch etwas anderes im Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare und abonniert den Kanal, um keinen Fall zu verpassen, denn ich poste jede Woche einen neuen Fall. Gute Nacht und bleibt gesund.